Ich? Ich schau doch keine Pornos. Come on, Buddy. Wir beide wissen, dass auch du Pornos schaust. Und genau darüber sollten wir beide jetzt mal miteinander sprechen. Die Deutschen sind Weltmeister. Und ich meine nicht Fußball-Weltmeister, auch nicht Export-Weltmeister, sondern Weltmeister im Pornos schauen. Oh, yes, I am the best, baby. 25% aller Suchanfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Das entspricht 68 Millionen Suchanfragen täglich. Und es werden weltweit 12,6 Millionen Euro am Tag mit Pornografie im Internet umgesetzt. Wahnsinn, oder? Und wusstest du, dass 2013 während des Champions League-Finales zwischen Bayern München und Borussia Dortmund die Zugriffszahlen von Pornhub um 40% gesunken sind? Also Kollege, erzähl mir bitte nicht, dass du keine Pornos schaust. Die Frage ist jetzt allerdings nur, was macht dieser Pornokonsum mit uns? Kann man da möglicherweise von süchtig werden oder sogar impotent? Es gibt einige heiß diskutierte Studien zu diesem Thema. Ich verlinke euch dazu auch ein paar in der Infobox. Aber über die Auswirkungen von diesem Konsum wird öffentlich kaum gesprochen. Aber euer Online-Bruder Korte spricht ganz offen über die Nachteile, die in diesen Studien diskutiert werden. Und da das wirklich sehr relevant ist für uns Männer, solltet ihr wirklich das Video von Anfang bis Ende anschauen. Und wenn du jemanden kennst, der zu häufig an sich herumspielt und sich einfach zu häufig einfach von der Palme wedelt, dem kannst du das Video jetzt schon mal direkt weiterleiten. Erstens, du verlierst Energie. Mit jedem Samenerguss verliert dein Körper Calcium, Magnesium, Proteine und verschiedenste Fettsäuren. Und aus dem Grund wird der Orgasmus im Französischen auch Le Petit Mort, also der kleine Tod, genannt. Weil Männer bekanntlicherweise nach jedem Samenerguss ihre Körperspannung verlieren und tatsächlich wortwörtlich entkräftet sind. Und diese Art der körperlichen Entkräftigung gilt natürlich für jede Art von Ejakulation. Egal, ob du jetzt Porno schaust oder sonst was machst. Porno-Selbstbefriedigung kann aber aus dem Grund für dich gefährlich sein, weil durch die exzessive Stimulation durch künstliche sexuelle Reize dein inneres Bewusstsein für deine Regeneration ausgeschaltet wird. Oh yeah. Yeah, that's right, baby. Zweitens, weniger Muskeln. Nachweislich ist es so, dass nach einem Orgasmus der Testosteronspiegel in deinem Blut auf den niedrigsten Wert runtersinkt und erreicht erst nach 7 Tagen wieder den höchsten Wert. Heißt, wer täglich ejakuliert, dessen Testosteronspiegel ist halt durchgehend auf niedrigem Level, und mit einem niedrigen Testosteronlevel hast du halt wirklich Probleme, Muskeln aufzubauen. Möglicherweise habe ich deshalb nur so kleine Pommesarme und kein Bizeps. Dem Grund entscheiden sich auch Profisportler oder Fußballspieler von einem wichtigen Spiel oder von einem wichtigen Wettkampf einfach mehrere Tage, manchmal sogar Wochen einfach abstinent zu sein. Drittens, Desensibilisierung. Männer mit häufigem Pornokonsum, die haben direkt einen schnellen Kick, ja, und Pornos sind natürlich auch immer verfügbar. Und das desensibilisiert gerade für die zwischenmenschlichen Interaktionen. In Bezug auf Frauen ist das Gehirn auf Lusterfüllung und auf visuelle Reize ausgerichtet. Und in Pornos hat man natürlich einen Überfluss an sexuellen, visuellen Reizen. Und das kann dazu führen, dass einfach die subtilen Eindrücke, die man eigentlich so hat, dass man dafür einfach den Sinn so ein bisschen verliert, wie zum Beispiel das Berühren der Haut oder den Duft, ja, weil diese Dinge spielen in Pornos einfach gar keine Rolle. Viertens, Pornos können depressiv machen. Untersuchungen haben nicht nur gezeigt, dass ein erhöhter Pornokonsum mit einer niedrigen Beziehungsqualität und dem Anstieg einer Scheidungsrate einhergeht, sondern es lässt sich auch eine Korrelation zwischen erhöhtem Pornokonsum, Einsamkeit, Angstzuständen und depressiven Stimmung vermuten. Fünftens, Verlust der Vorstellung. Das Problem ist nicht nur das tägliche Pornoschauen, sondern das Problem besteht auch darin, dass dein Gehirn einfach keine sexuellen und erotischen Fantasien mehr einfallen aufgrund des erhöhten Pornokonsums. Das bedeutet, wenn du dein pyrotechnisches Arsenal da unten nur noch abfeuern kannst, wenn du die Pornos anschaust und ansonsten das Feuerwerk da unten ausbleibt, mein Freund, dann hast du ein Problem. Sechstens, Erektionsprobleme. Auch auf körperliche Folgen von intensivem Pornokonsum deutet mittlerweile vieles hin. Der vorzeitige Samenerguss ist eine der häufigsten sexuellen Funktionsstörungen bei Männern, und noch vor 15 Jahren war ein ausbleibender oder verzögerter Orgasmus beim klassischen Geschlechtsverkehr kaum ein existentes Thema. Das wird in einem Artikel, der in der Fachzeitschrift Nervenheilkunde erschienen ist, von einer Psychologin berichtet. Und genau diese Psychologin berichtet, dass sich das mittlerweile komplett geändert hat und mittlerweile sogar 20-Jährige zu ihr in die Sprechstunde kommen, weil sie aufgrund des exzessiven Pornokonsums einfach Probleme haben, den Kollegen da unten wieder nach oben zu bekommen. Denn mit jedem Orgasmus, egal ob durch Sex oder durch Masturbation, schüttet der Körper Prolaktin aus. Prolaktin dient dazu, deinen Körper vor Überforderung und vor Erschöpfung zu schützen. Bedeutet, Prolaktin ist das Hormon, das dich nach dem Orgasmus einfach so ein bisschen schlapp macht und dich einfach ein bisschen entkräftet und diesen Sexualtrieb, den man eigentlich hat, einfach so ein bisschen bremst. Und bei zu hoher Konzentration kann es tatsächlich zu sexuellen Funktionsstörungen, wie zum Beispiel Erektionsproblemen oder auch zu Impotenz führen.
Ach du heilige Scheiße. Siebtens, der Sex mit der Partnerin wird langweilig. Umso häufiger du dein Gehirn mit Pornos fütterst, umso wahrscheinlicher ist, dass dein Gehirn die Pornoerlebnisse mit dem ganz normalen Sex mit deiner Partnerin vergleicht. Durch Pornos trainierst du nämlich dein Gehirn auf Reizüberflutung und auf immer verschiedene und unterschiedliche Frauen. Und das kann dazu führen, dass der Sex in einer langfristigen Beziehung oder der Sex mit deiner Partnerin einfach langweilig erscheint. Und der Sex im normalen Leben kann einfach ein bisschen umständlicher erscheinen, denn die Pornos hast du ja direkt auf Mausklick da. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Sex einfach grundsätzlich, dieser wahre Sex einfach nicht mehr so reizvoll ist. Achtens, du vergleichst deine Partnerin mit Pornostars. Ist ja klar. Beim Pornoschauen siehst du so viele unterschiedliche verschiedene Frauen. Und wenn das der Fall ist, dann vergleichst du deine Partnerin mit den Frauen, das macht das Gehirn einfach, es vergleicht nur deine Partnerin mit den Pornostars, die du in den Pornos siehst. Und wenn du das machst, also deine Partnerin mit Pornostars vergleichst, dann genügt sie dir vielleicht nicht mehr und dann wirkt deine Partnerin möglicherweise unattraktiv. Und das verunsichert nicht nur dich, sondern natürlich auch deine Partnerin, denn die merkt das natürlich auch und das kann natürlich einer langfristigen Liebesbeziehung definitiv schaden. Neuntens, Pornos können süchtig machen. Die Weltgesundheitsorganisation hat in der internationalen Klassifikation für Krankheiten war Pornosucht nicht direkt aufgelistet, kennt aber die Krankheit sexuelles zwanghaftes Verhalten und darunter fällt halt dementsprechend auch die Pornosucht. Für Raucher ist es das Nikotin, für Trinker der Alkohol und was ist der Suchtstoff für Pornoabhängige? Klar, die sexuellen Reize. Sexuelle Reize gehören zu den intensivsten natürlichen Reizen des Menschen und steuern einfach das Belohnungssystem an und schütten einfach Adrenalin und Dopamin aus. So einfach ist das. Bedeutet, Pornos gaukeln deinem Gehirn einfach vor, dass du eine Partnerin gefunden hast zur Fortpflanzung und steuern aus dem Grund das Belohnungssystem an, was aber in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. Und da dein Gehirn an diesen exzessiven Pornokonsum und an diesen sexuellen künstlichen Reizen einfach irgendwann gewöhnt ist, brauchst du irgendwann immer mehr Pornokonsum und immer mehr sexuelle Reize, um diese Glücksbotenstoffe einfach wieder ausschütten zu können bzw. auf dieses Level kommen zu können. Bedeutet, dass du nur noch durch pornografische Stimulation Glücksmomente erreichst und das kann dazu führen, dass Pornosüchtige teilweise Stunden am Tag vor dem Laptop sitzen und sich Pornos anschauen und sich in einer kompletten Scheinwelt befinden und den Bezug zur Realität komplett verlieren. Also Leute, ganz schön miese Angelegenheit. Zehntens, Pornos sind eine Illusion. Nicht du hast diesen Sex mit dieser Darstellerin in diesem Video, sondern irgendein Darsteller im Beisein einer Kamera. Du sitzt halt mit heruntergelassenen Hose vom Laptop oder vom Handy und ja, wir wissen, was du da machst, anstatt dich einfach um eine vernünftige Liebesbeziehung zu bemühen mit einer natürlichen und gesunden Sexualität. Also Leute, die heute in dem Video benannten psychischen und teilweise auch gesundheitlichen Folgen von übermäßigem Pornokonsum sollen dir einfach zeigen, dass du da einfach eine Balance finden solltest und nicht in eine Scheinwelt abdriften solltest. Pornos sind per se nicht schlecht, sondern die mangelnde Aufklärung ist einfach schwierig, denn einige Leute können einfach nicht mehr Pornografie von dem normalen Sex unterscheiden. Und das ist hier an dieser Stelle auch das Problem. Look, the sex addiction. It's leaving my body. I can feel it. I'm free. We are healed. Also Leute, was lernen wir aus der Geschichte? Schaut weniger auf YouPorn vorbei, sondern lieber auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Da kommt ihr zwar nicht zum Samenguss, aber ihr bekommt immer was Nützliches zu hören und es ist immer interessant. Und wie gesagt, wenn du jemanden kennst, der einfach zu häufig an sich herumspielt und einfach zu häufig 5 gegen 1 spielt, beziehungsweise zu häufig sich einen von der Palme wedelt, dem kannst du das Video jetzt direkt mal weiterleiten, denn ich bin mir sicher, nachdem er sich das Video von Anfang bis Ende angeschaut hat, wird er das 5 gegen 1 Gespiele einfach mal ein bisschen entschleunigen.